Hallo YouTube, ich wollte mich auch nochmal kurz wieder zurückmelden und euch ein paar Neuigkeiten mitteilen. Zum ersten war der überaus nette DHL-Mann bei uns, der leider nicht bei der DHL arbeitet, sondern nur ein sogenannter Service-Partner ist. Da linke ich euch hier mal ein Video zu hin. Das ist leider eine ziemlich traurige Entwicklung bei der DHL. Das könnt ihr euch ja, wenn ihr Interesse habt, mal anschauen. Der hat mir was Schönes gebracht. Und zwar dieses hübsche, nicht gerade kleine Teil. Das ist wie angekündigt der Warmo in Edelstahl und der Flash E-Vapor ebenfalls in Edelstahl. Ich musste dann feststellen, dass das doch ein ganz schöner Klopper ist, wenn man mal den Provari in 18650 mit dem Kaifun daneben hält, dann sieht man schon, das ist wirklich kein kleines Gerät und es ist auch kein leichtes Gerät. Aber es ist eine ganz schöne Kombi, finde ich. Den Flash E-Vapor habe ich gestern mal gewickelt und er läuft eigentlich schon relativ gut, muss ich sagen, für die erste Wicklung. Ich habe es auch mit dieser Ortmann-Schnur gemacht, habe dann diese Dochte hergestellt und das Wickeln unten von dem eigentlichen Wendelteil ist ja relativ einfach. Der Warmo, ja, da freue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen aufs Review. Er funktioniert einwandfrei, aber die Verarbeitung ist, sagen wir mal, verbesserungsfähig. Ihr habt ja bei meinem letzten Video über die E-Weg schon gesehen, dass ich da relativ kritisch rangegangen bin und das werde ich in Zukunft auch weitermachen, habe ich mir vorgenommen. Videos, die die Geräte beschreiben und was die alles können und so, gibt es meistens ja schon genug. Also über den Warmo gibt es schon bestimmt 20, 25 Videos. Da muss ich euch jetzt nicht auch noch durch das Menü lotsen und mit den Voltwerten von Mountain Profit belabern. Man, das kennt ihr wahrscheinlich alles schon. Ich werde mich so ein bisschen mehr auf Qualitätsthemen stürzen. Muss dazu sagen, das ist bei mir so ein bisschen berufsbedingt. Weiter treibt mich so ein bisschen, ja, wie soll man es sagen? Vor einem Jahr gab es sehr wenig Geräte. Da hat man alles gekauft, was irgendwie einen Akkuträger beinhaltete und vielleicht noch regelbar war. Da hat man auch alle möglichen klappernden Taster und scharfen Gewinde in Kauf genommen, weil es einfach nicht viel gab. Heutzutage gibt es eine ganze Menge Geräte, die kommen hauptsächlich aus China und ich finde so ein bisschen, dass wir Dampfer ein bisschen zu tolerant sind, was die Qualität der Geräte angeht. Ich meine, wir brauchen heute nicht mehr dankbar sein, wenn Joyetec uns einen Akkuträger auf den Markt wirft, weil es gibt genug. Es gibt eine VMAX, eine ZMAX, eine Provari, eine Warmo und. Man hat die Auswahl und ich finde, die Hersteller sollten so langsam mal ein bisschen gucken, dass sie ihre Geräte etwas besser hinkriegen. Und so Sachen wie Grate oder scharfe Kanten ist für mich einfach auch ein Verletzungsrisiko und ich habe keine Lust, mich an irgendeinem Gerät zu schneiden. Vielleicht bin ich da ein bisschen, naja, intolerant, aber ich finde, wir sind da ein bisschen zu tolerant. Von daher werde ich versuchen, meine Videos in nächster Zeit deutlich kritischer abzufassen. Das ist mir so ein bisschen ein Anliegen. So, das war jetzt mal ein Statement. So, dann haben wir noch das Thema Bart. Den hatte ich ja etwas verkündet und wie ihr seht, ist der so ein bisschen weg. Das hat mehrere Gründe, um es mal so zu sagen. Einmal hatte ich einen Kommentar, den ich sehr lustig fand, unter einem Video, ich solle nicht so viel Whisky trinken. Ich muss mich aber so ein bisschen als wenig Trinker outen. Also ich trinke ab und zu mal ein Bier. Das war's. Trage jetzt wieder den von Bela B., das ist einer der Schlagzeuger bei den Ärzten, propagierten, gut geschäften 3-Tage-Bart und fühle mich damit auch deutlich wohler. So, das war jetzt eigentlich nicht wirklich was mit dem Dampfen zu tun hat, aber es wollte ich trotzdem loswerden. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle dampfend verabschieden mit dieser Kombi, Warmo mit Flash E-Vapor. Und sage jetzt schon mal Tschüss, euer Kersten, bis zum nächsten Mal. Die Reviews von den zwei Geräten wird es in den nächsten Wochen geben, weil ich muss die Geräte jetzt erstmal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Da müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Also Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Kersten.